komplett blüht. Anscheinend sind hier Höhlen. Boah, ich musste den ganz festhalten. Können wir da reingehen oder was? Oder reingucken. Ist voll glatt, ich gehe aber nicht weiter. Das rutschig. Okay. Jetzt sammeln sie anscheinend das Wasser. Super. Oder irgendwas. Das müsste es sein. Auf jeden Fall, die gehen jetzt wieder raus. Ich stehe hier voll auf dem Sitz. Schluss mit einem Anteil. Das gibt Lukis, aber jetzt geht die Kurve. Ach, jetzt aber. Hör auf jetzt. Jetzt voll runter. Also wir sind jetzt schon ein Stückchen weiter von der Höhle entfernt, da wo wir eben waren. Boah, schon ein bisschen unterlegt. Guck mal besser. Ich wird mal seekrank ein bisschen, aber a little bit. A little bit bit. Ich würde sagen, ich mache jetzt gleich mal weiter. Ich kann mich nicht kommen halten. Ey. Ich mache gleich mal weiter. Absolut genial. Wir stehen hier ganz oben drauf ungefähr. Also ich habe jetzt ein bisschen weit runtergegangen für die Kamera. Aber wir fahren hier voll die Holperwege. Also ich kann das jedem empfehlen hier. Oh, ja. Wärmstens empfehlen, ja. Hier ist ein See. Da geht es runter, guck mal. Das darfst du in Deutschland nicht, was soll ich hier machen? Das ist voll verboten hier. Hey!
Hey, voll der Stein hier. The Stone. Stone. Oh. Jetzt weiter hier. Wie viel kann ich noch filmen? Weil ich will noch ein bisschen meine Batterie nicht zu verstrapazieren, dass ich alles draufkriege, aber. Aber die Fahrt habe ich dann auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe, dass ich das alles filme, ohne irgendwie auszumachen. Manchmal fällt das mir gar nicht auf oder so. Oder vor allem sind wir mal rumdancen. Boah, hier. Oh. Die Heiz auch ganz schön hier. Oh. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Oh, jetzt gibt er Gas. Ui, ja. Ich weiß nicht, was der 50 Grad hier. Das kommt um die 50 Grad. Auf einem Stein vorbei. Wie gut. Nächster Halt ist an einem Stausee. Wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, mal zu gucken. Genau, 20 Minuten. Ich hoffe, ich habe alles filmen können, weil ich habe meine Hand immer auf diesem Auslöser gehabt. Und kann ich glaube, da ist manchmal nicht ausgegangen, aber das war auch holperig. Und ich stand genau auf diesem Wagen drauf. Ja, das kannst du in Deutschland vergessen. Aber es ist gar geil hier. Ist super cool hier. Super cool hier. Wunderschön. Nehme ich jetzt in den Staudamm auf, mit Justin zusammen. Und wir gucken jetzt erstmal an und dann gehen wir weiter. Also, es wäre zu empfehlen, dass die ganze das genau. Tag geil. Ich empfehle es. Ich empfehle es auch sehr am. Am besten, ne? Ja, mir ist es scheißegal, wenn wir uns verplappern. Wir sind so aufgeregt. Das sind wir. Das ist echt wunderschön, dieser schöne Safari-Roadtrip. Genau, und das werde ich euch auch wärmstens empfehlen. Genau, cool, genau. Macht genau. Super viel Spaß. Weil wir sind so aufgeregt, ey, da kommen die Woche nicht aus dem Mund, ey. Ja. Geil, ja. Das ist richtig, wirklich. Also man merkt, es ist sehr wenig hier, aber ich zeige euch mal den Stausee jetzt mal. Total geil. Ich hoffe, ihr hört mich. Wir gehen jetzt mal hier hinten rüber. So, jetzt werden wir hier auf diese Brücke gehen. Der ist ja Staudamm. Der ist eigentlich abgeschlossen hier. Ah ne, ist was anderes. Okay, gut. Schauen wir mal, ob wir drauf kommen. Thank you.
jetzt halt mal meinen Mund, sonst weil es sehr windig. Genau. Ah, da unten ein Angler. Wir gehen jetzt mal da hin, Kula. Da geht es echt. Kann man vielleicht sehen. Hier sind Häuser. Hier kommen Leute. Ich will so ein bisschen Anlass finden. So, und jetzt gehe ich auf die andere Seite wieder. Hier ist aber nicht viel Wasser drin, habe ich das Gefühl. So eine trockene Periode. Ich gehe mal weiter, Justin, fotografiert. Fotografiert, du Justin. Da kommt er. Geh mal weiter hier zur Mitte. Hier ist so ein. Ah, ich muss das hier filmen. Lost Place. Sieht aus wie so, hey, Banditos! Trash Gangsters! Richtig. Ja, US-Kassel. Wir sind die Trash Gangsters. Wir sind die Trash Brothers on Tour. Unterwegs. Auf on Grand Canarian. Mein Sohn und ich, wir haben Spaß ohne Ende. Ja, super viel Spaß. Ey, das ist der dritte Tag. Ja. Ey, wir haben so viel erlebt schon. Boah, eine dritte Tote. Wir haben schon so viel erlebt, ey, so krass, ey. Ja, super. Und ihr könnt das alles sehen. Ich hoffe, dass meine Batterie hält schon auf 38%. Ich wusste jetzt nicht, ob ich eine Powerbank mitnehmen sollte, aber ich hätte lieber noch so eine Ladekarte mitnehmen sollen. Gut, ich würde sagen, ich drehe nochmal hier so rum. Das ist so ein geiler See, oder? Das ist ein super schöner See. Heftig, also. Wir werden noch ein paar Silent Trash unterwegs von uns auch ein paar Sachen auf jeden Fall machen. Und dann gucken wir weiter. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Auf der Wart! Wir sehen uns gleich wieder.
Esa es la parte izquierda, fíjate que es la cabeza, sí. La nariz y la boca, sí. Está así, y la otra parte es el cuerpo. Mire, ves aquella carretera, ahora nosotros nos vamos a la derecha, sí. Cuando subes o bajas por esa carretera, que es camino al Roque Nublo, la montaña, el efecto óptico hace que abra y cierre la boca, sí. Es verdad, no es mentira. Llamamos el hombre dormido aquí, porque parece un hombre acostado. Ahora si tú vas subiendo, la boca va cerrada. Ah, sí. Y vas andando y en 20 segundos, 30 segundos hace. Y abre toda la boca. Pero la abre un montón. ¿Vale? Vale. Es el efecto piedra que parece la cara de un indio, aquí a la izquierda.
Höhle. Este pueblo, ahora paramos aquí, se llama Tunte, es la siguiente parada. Die Tunte, ja, ja. Das ist in Deutsch. Da, Batterie ist leer. Okay, ich filme es gleich. Ein Video mache ich noch. Also wir sind jetzt hier mitten im Vulkan. Also das ist der Mitte vom Vulkan. Und das ist der höchste Punkt, da wo diese Dinger. Das ist der höchste Punkt vom Vulkan. Ja. Ich mache jetzt gleich ein Foto, da blende ich dann ein. Genau, da sieht man die Höhe ungefähr, wo wir sind. Ja, bei dem Staudamm habe ich auch ein Foto gemacht, das habe ich auch eingeblendet. Okay, und das ist der Justin. Der hat voll den Spaß hier. Das ist sehr gut. So, alles klar. Ich habe nicht mehr viel. Ich hoffe, dass der Justin ein bisschen gleich was filmt. Hier angekommen und werden jetzt was am Restaurant. Jetzt werden wir was essen. So, und ich zeige mir mal kurz hier, wo wir sind. Auf jeden Fall, der ist einer, der filmt, und ich habe nicht mehr viel. Genau, ich habe nicht mehr viel Batterie, deswegen werde ich jetzt alles mit reinschneiden. Okay, jetzt geht es was zu machen. So, bis gleich. Vamos, Marina! Bon Appetit! Buon appetito! Buon appetito! Essen haben wir jetzt auch. Ich habe es nicht gefilmt, egal. Wir haben uns gute Tage bei mit Engländern. Das haben wir. Und jetzt fahren wir weiter in Richtung Stadt. Ich hoffe, dass vielleicht kriege ich noch ein paar Videosachen gemacht. Und ja, wir kriegen auf jeden Fall ein Video. Der filmt auch was von der Stadt, hat er gesagt. Und wenn ich das jetzt auch reinschneiden. Ich habe das schon längst alles reingeschnitten. Okay, jetzt geht's weiter. Wir beide hier. Das Essen war sehr, 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 sehr lecker. Super lecker. Komm und sagen, 23 Euro. Ja. Steckst du mal, streckst du mal. Alles klar. Ich rote mich. Ich auch so ein bisschen. Ne? Also, wir sind jetzt hier in so einem Teil. Hier werden Aloe Vera Pflanzen angepflanzt.
So, jetzt haben wir hier gestoppt. Und was soll ich gleich sagen? Wir wollen hier verkaufen. Aloe Vera Sachen. Aber wir sind hübsch genug, wir brauchen ja, sowas nicht. Ne? Mmh. Auf jeden Fall, das sind Aloe Vera Pflanzen. Da hinten sind wir dran vorbeigefahren an Sangria. Und. Aber ich zeige euch mal noch mal hier ein bisschen was. Wie ich noch machen kann. Aber wie gesagt, wir wollen sie verkaufen. Nur. Deswegen halten wir uns ein bisschen bedeckt. Aber wir machen auf jeden Fall hier ein paar Bilder noch. So. Okay. Oh Gott. Da kommen wir in den Magensäure. Oh, Scheiße. Also wir sind jetzt hier. Aloe Vera. Wie schon gesagt, Verkauf. Klar, die wollen ja auch was verdienen. Ja, ist ja gut. Aber jetzt habe ich so einen Drink getrunken und jetzt kommen mir die Magensäure dauernd hoch. Gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass ich habe Tabletten bei mir. Das ist ja mein Schüssel, Justin Boss. So, hier ist der ganze Aloe Vera. Tja. Haha. Wir voll in der Sonne. Schön. Das sind wir. Das ist super. Schön. So, Justin, und die Fahrt war richtig genial bis jetzt. Also, ja, bis jetzt war es sehr schön. Also wenn gleich die Batterie leer ist, dann würde ich sagen, sehen wir uns halt wieder. Aber wie gesagt, ich versuche noch was zu filmen. Also mit der Kamera. Genau. Ich würde sagen, bis gleich. Also wir haben nichts gekauft, ist alles so teuer, 45 Euro, 28 Euro, 29 Euro. Und wie will ich das überhaupt nach Deutschland schleppen, im Flugzeug reinsetzen, da habe ich jetzt keine Lust zu. Also wer sowas machen will oder wer sowas kaufen möchte, dann, wenn er hier ist, dann kann er das gerne tun. Wir nicht. Wir trinken nämlich gleich ein Bier. Ja, doch nicht vier. Alles klar, bis gleich. Gut, also wir sind in die nächste Station gefahren. Das ist ein Kamelpark. Kamele reiten, wir machen es nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich auch nicht, ganz ehrlich. Ja, der beendet das jetzt hier im Prinzip. Warten wir auf eine andere Gruppe noch und dann können wir zum Jeep gehen, ne? Ja, genau. Und der fährt uns dann zum Hotel zurück. Also ich habe jetzt jede Menge gefilmt. Wir kriegen auch noch ein Video, was ich da auch reingeschnitten habe jetzt. Genau. Ich will noch ein bisschen Kamel packen, ein bisschen weiter, könnt ihr was sehen. Ich habe noch ein bisschen Batterie, habe ich noch. Ein wenig. Aber und dann wenig. Sehen wir uns eigentlich wieder im Hotel eigentlich. Eigentlich schon. Ja, weil ich kann den Fahrt zum Hotel eigentlich nicht filmen. Das geht leider nicht, ich habe dann zu wenig Batterie. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es noch einen Zoo hier hinten, aber mit so einem Ziege, ein Pferd, keine Ahnung. Aber das war es eigentlich für uns jetzt. Ja, die geilste Fahrt war auf jeden Fall über die Berge. Und das Ganze, schön, das war ja total geil. Hat super viel Spaß gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht. Hier mit den Kamelen. Siehst du mein Ding? Meine auch nicht. Nee. Wie gesagt, ich filme jetzt gerade mal ein bisschen noch die Kamele gerade. Und dann sehen wir uns wieder.